Leutchen. Boah. Hey Leutchen, mein Name ist Chris. Wir spielen Red Dead Redemption und begeben uns mal, keine Ahnung, zur nächsten Mission. Das ging gleich lustig weiter. Und da habe ich mal auf euch gewartet. Ich weiß nicht, ob das jetzt das große Finale ist. We gotta let her go. John's, well, sorry, son. Without John, she's just bait. We got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't do nothing to her. But me and the boys know. Yep. We need to keep riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows so we it. We just gonna let the boy be made an orphan? It ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice. Dutch, it's just a girl. You're right. Dutch, Micah, it pains me to say it, Arthur, but he's right. Dutch! Come on, boys. Yeah! Well, I guess that's that then. All them goddamn years. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Hat's recht. Miss Tilly. Here. Take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. You're a good girl. You live a good life now, you hear? All right, Arthur. I'll miss... Me too, sweetheart. Me too. Jack, come here. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler! Ride with me. Und los geht's. Mal gucken, they're putting her on a boat. They'll probably dock at the north end of town. So I reckon we should go in the other way. Sure, I guess. I don't know. God, those goddamn bastards. Look, just follow me, okay? We're gonna get this done, Arthur. Wo sind wir ungefähr? Ich habe überhaupt keine, weiß nicht, kein Gefühl für geografische Gegebenheiten im Spiel. Bin ich echt total am Ende. Okay, haben noch ein ganz schönes Stückchen zu reiten. Mal gucken. Achso, wir können. Now he don't care if he orphans his friend's child, so long as he gets rich. All his goddamn talk all them years. Seems like it was always a lie. He went crazy. Mess. Sure. Guess he began to believe he was God or something. I don't know. I'm sorry you got dragged into this. Into us. Listen, if you hadn't shown up in my house that night, I'd be dead. And even this bullshit beats dead. I thought I could find a way to get John, Abigail and Jack out of this mess. Give them a life. Seems I left it too late. If we could still get Abigail, maybe her and Jack will be okay. John, Hosea, Mac, Davy, Jenny, Sean, Lenny. We have to put an end to this. An eagle flies. Another angry fool he used, just like he did with the rest of us. Like I said, Arthur, we don't need them. We're gonna make this right. Me and you together. What's left of it. Now, come on. Ditch the horses and come up with a plan. Leuchtturm.
Habe ich jetzt keine Waffen? Hoffe doch. I'm okay. I think you should cover me and I'll go in there and get her. Cause you're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Arthur, but just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Okay. Get. Okay, schneller hin. Lauf, 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 lauf. Total entspannt gehe ich hier rein und hoch. Haben wir sonst nichts zu tun. Sind wir oben? Wo ist raus? Ach ja, Leiter. Zack, da sind wir. Okay, Mr. Milton. Where are you? Ob ich den erwische? Ich einigermaßen. Ah, da. Komm, wir schießen den Rücken. Scheiße. Okay. Jetzt sehe ich nichts mehr. Wo ist sie denn? Mal kurz gucken, ob noch einer hier ist. Wo ist sie denn? Ist sie jetzt weiter vor? Ah, keine Ahnung. Oh Gott, ist das klein. Pack doch nicht so aufgeregt. War toll. Bessere Schütze, sagt sie. So, wir hatten mal ganz kurz eine. Was? Wo ist sie denn gestorben? Da war doch keiner. Oder doch? Keine Ahnung, hab keinen gesehen. Das ist ja so ungünstig gewesen. Na gut, auf ein neues. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Da ist sie. Wir geben ihr Deckung. Wir schalten erstmal. Verstehe ich nicht. Da sind zwei. Ah, okay, hier rennst du lang. Da ist er. Ich dachte, es macht Boom oder irgend sowas. Lad nach. Gottes Willen. Ach so. Ah, cool. Okay, rennt sie weiter? Yep, sie läuft weiter. Haben. Da haben wir noch einen. Was rennt er denn zurück? Hier oben noch einen.
war ich doch drauf. Wo schießt sie? Ach so, geht weiter. Müssen wir zweimal drauf drücken. Das lädt er kurz nach. Oh, zack. Wirst du dir was mal ein, wo du hin möchtest? Jetzt kann man nichts machen. Warum schießt er nicht? Müssen wir kämpfen. Okay, Mr. Milton. I guess we're gonna have to talk this out like gentlemen. Zack. Stopp doch mal bitte. So. Noch eine? Bin mir nicht sicher. Wie waren denn da noch drin? Wir haben doch gefühlt schon... Wo ist? Sehr viele ausgeschalten. Wo kommt denn auf einmal alle her? Ja, toll. Muss ich sagen, du sitzt ein bisschen ungünstig. So, zock, zock dahinter. Nein, kurz hier hinter. Der klingt aber auch sehr komisch hinter der Kiste. Wir haben uns ihre Spargel. Noch welche kommen? Yep. So, einer ist noch hinter uns. Haben wir beide? Ja, natürlich. Läuft. Und rein da mit uns. Vorhin gesehen, den du schon vorhin abschießen können. Okay, ladies, let's get out of here. Oh. Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. Sure. Tuberculosis. I'll be dead soon. And you with me, Mr. Milton. You'll be dead, sure. But I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. Should have taken it.
I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell? Micah? You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean. And he's been a good boy ever since. Okay. Okay. Na, hab ich auch was. Oh, halt. Ich sag, ja, B drücken. Mr. Morgan? You're still a yapping dog, Mr. Milton. Weg ist er. Horrible man. Now come on, both of you. So, ob wir jetzt noch die anderen retten irgendwie oder lass mir die. Okay, was jetzt? Ach so, wir reiten. You'll be okay. Dam, 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 dam. Keine Chance. Okay, rechts. Lass nochmal nach. Oh, hier ist einer rechts. Sind die Gründung gerade gut? Links. Kann ich das Gewehr nehmen? Nein, kann ich nicht nehmen. Kommt der noch hinterher, der eine? Oder ist der jetzt weg? Ach, da ist er noch. John. Where's John? I don't... I think... Arthur. He... What? He got killed or what? He got captured. No. I'm really sorry. No! Abigail, I was on the train and I didn't see it. No! We got Jack. He's safe. Mrs. Adler will take you to him. But, John, I want you to know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. Now, you gotta go get that boy. Come on, get out of here. Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur me. Neither of you two. Not now. You both know. You're good women. Good people. The best. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves, in the back to the left, hidden under a wagon. Dutch's chest.
all our money. I know John told you I knew where it was. Abigail Roberts. Always was a good thief. That you was. Get out of here. Okay. Zack. Hut aus der Tasche und los geht's. Ja, weiß ich, machen wir Schluss an der Stelle und gucken uns dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich würde sagen, ja, ist ein guter Zeitpunkt. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren und wieder einschalten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Coachy. Bye.